ein Tiroler in Berlin, der auszog, um sich aus seiner Enge zu befreien und Abenteuer erleben will. Nach Jahren am Theater hat er zum Film gefunden und dort fühlt er sich wohl. Er wollte nicht nach Linz oder Bern, er wollte weiter weg, um hinter die nächsten Ecken zu blicken. Und was er da gefunden hat, frage ich ihn jetzt. Hallo Harald Schrott. Hallo, ich freue mich. Hi. Ich freue mich sehr, dass du da bist und sich jetzt die Zeit für mein Interview nimmst. Sehr gern. Was hat sich verborgen hinter den nächsten Ecken? Hinter den Bergen, wo die sieben Zwerge wohnen, meinst du? Naja, ach, ich habe Tirol schon immer auch geliebt. Ich bin da aufgewachsen und mag die Berge gerne, mochte die immer. Aber ich hatte auch immer das Bedürfnis, eben darüber hinauszuschauen. Wie wenn man auf den Berg steigt, dann hat man einen ganz anderen Blick in die Ferne. Das hat mich irgendwie angezogen. Ich hatte eine sehr enge Bindung zu meiner Mutter, zu meiner Familie, zu meiner Schwester, meinem Vater. Und ich hatte das Gefühl, ich muss, um mich zu entwickeln, um mich zu finden, um Schritte, künstlerische Schritte gehen zu können, weggehen. Und deshalb wollte ich nicht in Linz, du hast es eben erwähnt, oder in Bern bleiben, was irgendwie zu nahe an Tirol gewesen wäre. Und habe dann eben vorgesprochen und bin ausgezogen wie einer, wie heißt das, der das Fürchten lernt? Oder gibt es da so ein Märchen? Ja, weil ich einfach mich erfinden, spüren, erleben wollte, fern der Heimat, fern der sicheren Gefilde, wie man so sagt. Und deshalb habe ich meine Zelte abgebrochen und habe den Weg nach Deutschland eingeschlagen. Ja. Du warst 16 Jahre lang beim Theater und hast dann zum Film gefunden. Bist dazu gestoßen. Du hast gesagt, du fühlst dich wohl und willst eigentlich gar nicht mehr weg. Ich meine, du hast mir schon verraten, dass du wieder Proben hast, aber dann ist die Frage eigentlich blöd, aber würdest du wieder ein Schauspielangebot annehmen? Ach, absolut. Also es ist ja so, dass ich bin ja Schauspieler eigentlich geworden, weil ich Film so toll fand. Also ich bin in den 80er Jahren groß geworden und dann gab es damals für mich prägende Schauspieler wie Sean Penn oder Mickey Rourke. Das ist wahrscheinlich kein Begriff mehr für dich. Die älteren Zuseher kennen die noch. Und die haben mich so beeindruckt und wirklich gefesselt im Kinosaal, die Filme mit denen, dass ich das machen wollte. Und dann habe ich aber erstmal nicht gewusst, wie komme ich denn dazu, vor einer Kamera zu landen. Und habe dann den klassischen Weg eingeschlagen, war in Tirol auf der Schauspielschule eben in Innsbruck und bin ans Theater gegangen. Und habe dann 13 Jahre war ich genau im festen Engagement in Innsbruck, in Mainz, in Ulm und in Berlin. Und dann ist eher der Film zu mir gekommen, als ich zum Film. Ich habe das nie gesucht, sondern die Katharina Thalbach, auch eine recht bekannte Regisseurin, die den Volker Schlöndorff wiederum, auch ein bekannter deutscher Filmregisseur, der hat einen Schauspieler gesucht für einen Film über ein Terroristendrama, über die RAF, die zweite Generation der RAF. Und da hat sie mich vorgeschlagen. Dann war ich beim Casting, das war 1999, und der Volker hat unbekannte Gesichter gesucht und hat sich irgendwie sich das mit mir vorstellen können. Und dann stand ich plötzlich vor der Kamera und war sehr, sehr aufgeregt und habe in meiner ersten Einstellung, in meinem ersten Take, wie man so sagt, versucht, glaube ich, alles reinzustecken, was ich an Informationen hatte über die RAF, über diese Terroristen. Und der Regisseur war schockiert, meinte, um Gottes Willen, entspann dich einfach mal, jetzt gehst einfach mal von dem Haus zu dem Baum hin und sagst diesen Satz ganz normal, ganz freundlich, du musst jetzt nicht beweisen, was du alles weißt, was du alles spielen kannst, sondern so ganz ruhig. So. Und so habe ich mich dann der Filmerei genähert und habe das total lieben gelernt, weil eben die Arbeit vor der Kamera ungleich familiärer, konzentrierter ist, weil jeder, der dort am Set ist, hat ja seine Aufgabe. Also der eine guckt, dass der Ton gut klingt, der eine, dass die Kamera, das Bild scharf ist, die Garderobiere guckt, dass das Kostüm keine blöden Falten wirft, die Maske guckt, dass du nicht schwitzt und so weiter. Das heißt, also jeder hat seinen Job zu tun und ich als Schauspieler bin auch nur ein Teil dieses Uhrwerks. Ich bin ein Zahnrad, so begreife ich den Beruf. Und dadurch konnte ich mich eigentlich sehr gut und besser als teilweise am Theater fallen lassen. Also mich hat am Theater die Proben immer sehr begeistert. Ich fand immer ganz toll, mit Kollegen, Kolleginnen, den Regisseuren, Regisseurinnen so wochenlang auf der Probebühne zu sein. Und ich hatte aber am Anfang wahnsinnig gestresst, vor Publikum zu spielen. Also nicht in jeder Rolle, aber zum Beispiel habe ich mal Romeo gespielt, das war keine gute Aufführung. Und das dann so 30, 40, 50 Mal zu spielen vor Leuten, wo du selber weißt, es ist nicht so gelungen, wie du das eigentlich gerne könntest oder wolltest, das ist schon schwierig. Und das hat mich eher gestresst und ich habe gemerkt, dass vor der Kamera ein sicherer Ort für mich ist. Ich konnte mich da eher fallen lassen und meinen Beruf hingeben. Und deshalb habe ich jetzt die letzten mehr als 20 Jahre tatsächlich nur vor der Kamera gestanden, habe, glaube ich, über, weiß nicht, 140, 150 Filme genau,
gedreht und habe aber jetzt wieder tatsächlich, du hast es schon kurz angedeutet, zum Theater zurückgefunden. Ich habe in Berlin, ich hatte da mehrere Angebote, die ich immer ausgeschlagen habe und habe jetzt im Frühjahr zum ersten Mal wieder auf der Bühne gestanden, in Berlin am Renaissance-Theater in einem ganz tollen Stück, was mir großen Spaß gemacht hat und bin jetzt tatsächlich schon in den Proben für ein nächstes Stück, wo wir jetzt Mitte November auch wieder in Berlin am Renaissance-Theater Premiere feiern werden. Das heißt also, ich habe diesmal ist es ganz interessant, dass dieses vor Leuten stehen und live spielen mir totale Freude bereitet. Also was mich früher eher gestresst hat und wo ich Angst vor hatte, empfinde ich im Moment als große Freiheit, weil du halt als Schauspieler die Möglichkeit hast, so 1, 2, 3 Stunden deinen Weg zu gehen auf der Bühne. Da gibt es keinen Regisseur beim Film, der sagt Cut oder Danke oder wir machen es nochmal, was machst du da? Sondern du hast deinen Raum und den zu nutzen, das empfinde ich gerade als totales Geschenk wieder. Also alle, die aus Berlin kommen, ihr wisst, was ihr demnächst vorhabt. Ja, genau. Du kommst jetzt eigentlich frisch vom ORF-Zentrum, hast gerade ein Interview gegeben. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, aber... Klar. Und mir ist bei meiner Recherche aufgefallen, dass du sehr wenig Interviews gegeben hast oder sehr wenig Interviews von dir gibt. Mhm. Also ich habe keins gefunden. Ich war auf YouTube und so. Okay. Ist das mit Absicht oder ergibt sich einfach das nie? Ach, ich glaube, dass sich das nicht so ergibt. Also wenn es was zu sagen gibt, wenn es Projekte gibt, die es wert sind, dass man damit an die Öffentlichkeit geht, dann mache ich das. Und wenn es Anfragen gibt, die mich interessieren, dann gehe ich gerne drauf ein. Aber ich bin jetzt niemand, der, glaube ich, explizit die Öffentlichkeit sucht. Ich lege jetzt nicht Wert drauf, auf jedem roten Teppich rumzulaufen und auf mich aufmerksam zu machen. Ich bin gern mit meiner Arbeit präsent, mit meinen Rollen am Theater und vor der Kamera. Und ich als Privatperson bin auch sehr zufrieden, wenn ich meine Ruhe habe und mein Leben leben kann, unabhängig von meinem Job. Ja, ich finde das auch schön, dass man einfach so ist. Man findet ja ziemlich wenig Privates über dich raus. Also was man herausfindet, ist, dass du Vater bist und in Berlin wohnst mit deiner Frau und in Tirol gewohnt hast und geboren bist. Aber sonst findet man sehr wenig von dir raus, eigentlich Privates. Ja. Das ist wahrscheinlich auch mit Absicht. Ach, wie gesagt, das hat sich so ergeben. Ich glaube, ich bin jetzt auch niemand, der sein Privatleben vor sich herträgt. Auch das finde ich in unserer Zeit gerade, finde ich es wert, dass man das ein Stück weit schützt, weil... Ich finde, sowas wie Intimsphäre gibt es ja für viele Leute gar nicht mehr, die ja mit allen intimsten Dingen sofort raus an die Öffentlichkeit gehen. Das will ich nicht und so bin ich auch nicht. Und insofern ist das vielleicht richtig, dass man wenig weiß. Nicht, weil ich das jetzt krampfhaft schütze, aber weil ich damit sehr vorsichtig umgehe, glaube ich. Ja, aber ist auch nicht schlimm. Es ist auch, ist auch gut. Jeder soll so machen, wie er das für richtig hält. Also der eine ist gern im Rampenlicht und ich bin gern mit meiner Arbeit präsent, aber nicht unbedingt jetzt als Person. Sehr schön. Ja. Ich habe dann doch ein Interview von dir gelesen und da waren viele unnötige Fragen drinnen. Mhm. Also zum Beispiel, wie lebt ein Tiroler jetzt in einer größeren Stadt in Berlin? Ja. Es war zwar für eine Tiroler Zeitung, aber ich weiß nicht, ich empfinde das trotzdem als eine unnötige Frage. Ja. Wie fühlt man sich da als Künstler? Muss man sich oft unnötige Fragen anhören, vielleicht noch unnötiger als sowas? Oder blöde Fragen? Ach, ich finde ja, blöde Fragen gibt es nicht, aber es gibt Fragen, wo man sagen kann, dass man wenig Lust hat, darauf zu antworten. Oder so Fragen, wie gesagt, wenn man etwas schützen will, sei es jetzt ein Privatleben oder Dinge, zu denen man sich nicht äußern will, dann steht einem natürlich frei, sich dazu nicht zu äußern. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jetzt so wirklich blöde Fragen mir gestellt habe. Und klar, wenn man sagt, was macht ein Tiroler in Berlin, das ist natürlich keine wahnsinnig intelligente Frage, weil der Tiroler ist auch nicht hinterm Mond groß geworden, der ist auch in der Lage, in der Großstadt zu leben. Da bin ich jetzt nicht der erste Tiroler, der das hingekriegt hat insofern. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn Fragen sich um das drehen, was ich mache. Also ich glaube, ich freue mich mehr, wenn Fragen mit meiner Arbeit sich auseinandersetzen, als jetzt mit mir als Person. So, ich glaube, das, aber trotzdem antworte ich auf Fragen und versuche es halt dann vielleicht knapper zu halten. In einem Interview für eine Zeitung hast du gesagt, dass du weit weg wolltest. Du wolltest nicht nach Linz oder Bern, wie ich schon gesagt habe. Aber du bist genau nach Deutschland gegangen. Hm. Warum nicht internationaler? Warum nicht vielleicht nach... Das ist jetzt sehr groß, aber nicht nach Amerika oder so. Naja, das hat sich einfach auch nicht ergeben. Ich habe ja schon auch in vielen Teilen der Welt gedreht. Also das Tolle an dem Beruf ist ja, dass man die Möglichkeit hat, in den USA, in Norwegen, in Italien, was weiß ich wo, in Polen zu arbeiten. Es gibt ja immer wieder Projekte und unsere Branche wird ja auch immer internationaler, wo man die Chance hat, auch anderen Künstlern und Künstlerinnen zu begegnen. Aber für mich hat sich erstmal natürlich Deutschland aufgrund der Sprache angeboten. Ich war eben lange am Theater, bin in Berlin gelandet
war dann dort auch 6 Jahre am Theater, habe dann mit meiner Filmerei angefangen und habe halt einfach meine Frau dort kennengelernt, die auch Schauspielerin ist, eine sehr tolle Theaterschauspielerin, Regine Zimmermann, die auch hier in Wien schon oft gastiert, immer wieder gastiert hat. Und wir haben Kinder, wir leben dort, unsere Familie ist dort, sie hat dort ein Festengagement am Theater und das bestimmt einfach unseren Lebensmittelpunkt. Ich bin ja als Schauspieler beim Film, ist ja relativ egal, wo ich wohne, solange ein Bahnhof oder ein Flughafen in der Nähe ist, dann fahre ich da hin und verreise. Und sie ist eben fest im Engagement, das bestimmt unseren Wohnort. Mhm. Und eigentlich habe ich ja immer gehofft, dass sie mal in Wien engagiert wird. Also einer meiner Träume war ja, mal in Wien zu leben ein paar Jahre. Ich meine, kann ja noch passieren, wer weiß. Und die Hoffnung war, dass sie mal hier irgendwo engagiert wird, hat sich aber auch nicht ergeben. Und deshalb ist dieser Traum noch nicht in Erfüllung gegangen. Aber ich genieße deshalb immer sehr, hier in Wien zu arbeiten und zu drehen, weil ich die Stadt wirklich wahnsinnig gerne mag. Also ich bin als junger Schauspielschüler und auch als junger Schauspieler immer nach Wien gefahren und ins Burgtheater gepilgert und habe da diese großen Aufführungen mit Gerd Voss und Ignaz Kirchner und Tita Bori-Sachen und Zadig-Dinge, alle gesehen, weil ich das wahnsinnig, wahnsinnig toll fand. So. Also ist Wien dein Traumwohnort? Ach, irgendwie schon, ja. Ich bin wirklich, wirklich gerne hier. Es gibt ja auch, sagt man, so eine Verwandtschaft zwischen Berlin und Wien. Also oft höre ich, dass die beiden Städte sich ähnlich sind, dass es in beiden Städten eine große Direktheit und Unfreundlichkeit manchmal gibt, wo man sich so wehren muss. Also der Wiener kann ja auch sehr derbe und nicht immer zugewandt sein. Und so ist der Berliner auch. Und in Berlin habe ich gelernt, dass man sich einfach wehren muss. Dass man, also meine Anfangszeit in Berlin, ich war total eingeschüchtert, weil jeder Busfahrer und jeder Bäcker einen vermeintlich so anschnauzt, also du fühlst dich immer, als hättest du da was falsch gemacht. Wenn du bei dem ein Brot bestellst oder im Bus einsteigst und dann lernt man, man muss denen so Kontra geben und dann haben die Respekt vor dir und manchmal habe ich das Gefühl, es ist in Wien auch ein bisschen so. Also Wien ist schon eine Traumstadt für mich immer gewesen und ist es immer noch. Ja. Also ich darf jetzt nichts Böses über Wien sagen, aber ich glaube, ja, ich würde gern weiter weg, noch weiter weg, ganz weit weg. Bist du aus Wien? Also, Ja, ich bin in Wien geboren, aber bin halt in Niederösterreich groß geworden, aber bin oft in Wien. Ja. Aber ich glaube, also ich finde Deutschland sehr cool, da gibt es coole Schauspielschulen und vielleicht noch internationaler, Amerika oder so. Aber ja klar, ich merke bei den jungen Leuten heute, dass die waren. Ich habe gerade jetzt eine Kollegin, die mit mir auf der Schauspielschule war in Innsbruck, hat mich in Berlin am Theater besucht. Die war in der Vorstellung und die stand mit ihrer Tochter am Bühneneingang. Und die Tochter war 2 Jahre in New York und hat dort gerade Schauspiel studiert. Und ich merke, dass das für die jungen Leute, dass die viel internationaler aufwachen, dass es für die eine Selbstverständlichkeit ist, nach London zu gehen, dort 3 Jahre zu studieren, nach New York zu gehen oder sonst wohin. Das ist in meiner Generation noch etwas anders gewesen. Da war der Schritt nach Berlin raus groß und der Schritt nach New York war eigentlich fast unvorstellbar. Den haben, glaube ich, nur wirklich wenige damals gemacht. Das ist heute anders. Ja, interessant zu wissen für mich vielleicht auch. Ja, steht dir alles offen. Hat man es als österreichischer Schauspieler schwerer in Deutschland als deutscher Schauspieler aus dem Umfeld? Also ich weiß, in meinem Anfängerengagement in Mainz kam ich hin, da war ich war sehr jung, ich bin ja sehr früh auf die Schauspielschule, ich bin mit 16 auf die Schauspielschule und war mit 19 schon fertiger Schauspieler, also relativ früh. Und dann bin ich in dieses Anfängerengagement nach Mainz gekommen und dann war ich auf der ersten Leseprobe. Dann wurde ich da so vorgestellt und dann meinte so eine ältere Kollegin, kann er überhaupt Deutsch? So hat mich dann vor allen diesen vielen 20 Kollegen und Kolleginnen ziemlich bloßgestellt. Ach, ich habe da schon mich durchgesetzt. Die Deutschen mögen ja die Österreicher eigentlich gerne und die Tiroler sowieso. Jeder kennt Tirol und alle waren schon mal im Urlaub und jeder hat so seine Geschichte mit dem Land. Und ich habe gemerkt, dass man, gerade auch im Zuge dieser Wiedervereinigung 1989, gab es ja eine Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland, dass man da so eine neutrale Position haben konnte als Österreicher, die ich ganz, ganz gut fand eigentlich, dass man sich nicht so da positionieren musste. Ich erfahre sehr viel Entgegenkommen und Offenheit jetzt. Und viele sind dann überrascht, dass ich Österreicher bin, weil ich doch relativ wenig, jetzt rede ich ein bisschen Akzent, aber dort rede ich natürlich Hochdeutsch, relativ wenig Akzent habe. Das finden sie dann überraschend für jemanden, der aus Tirol kommt. Aber ich kann sagen, dass mir in erster Linie eigentlich Offenheit und Sympathie entgegengebracht wird und wenig Ressentiments. Im Gegenteil, also viele haben ja auch eine Hochachtung vor der österreichischen Theaterszene und auch vor der österreichischen Filmszene. Es gibt ja so viele tolle Filmemacher und Filmemacherinnen in Österreich, Junge, die viel mutiger und politischer und krasser sind in ihrer Art, Filme zu machen, als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Also da gibt es viele, die auch, finde ich, mit, ich will nicht sagen mit Neid, aber mit viel Respekt und Neugier so nach Österreich schauen. Und insofern habe ich da nicht nie was Blödes erlebt. Auch wieder interessant zu wissen. Ich glaube, also ich hätte das nicht gedacht, dass die Deutschen so vom österreichischen Filmbusiness denken.
Interessant. Doch, es gibt ja einfach wirklich spannende österreichische Filme. Also die ja, Filme ja. sind schon krass. Also das wird respektiert und gesehen in Deutschland total. Was ist schwerer? Weit wegzugehen und dann wieder zurückzukommen oder zuerst bleiben und dann wegzugehen? Ich glaube, das Weggehen ist schwerer. Das lange Bleiben und sich dann zu lösen ist, glaube ich, schwerer. Ich glaube, früher wegzugehen und dann wiederzukommen ist eigentlich, ist, glaube ich, leichter, weil man doch, ja, weil man dann Dinge erlebt hat und weil man dann anders darauf hinschaut, was man vorher so wahrgenommen hat und wie man die Dinge erlebt hat. Also der Blick, wenn man länger weg ist, verändert sich ja. Ich weiß nicht, wie ich es als Jugendlicher Innsbruck wahrgenommen habe. Es war für mich eine Riesenstadt, oder wie die Wege von da nach dort waren unvorstellbar weit. Wenn ich jetzt heute mit der Zeit von 30 Jahren Berlin im Rücken nach Innsbruck komme, habe ich das Gefühl, ich bin auf dem Dorf. Also ich gehe von dem einen Ende zum anderen Ende der Stadt, gehe ich 10 Minuten gefühlt. Und das ändert sich. Deshalb glaube ich, dass das Weggehen und Wiederkommen leichter ist, glaube ich. So. Ja. Ich meine, du warst jetzt nicht so jung, als du nach Deutschland gegangen bist. Aber hattest du trotzdem ein bisschen Angst oder warst du nervös, als du nach Deutschland gegangen bist, weil es doch ein anderes Land ist, neue Leute? Also ich war 20, wo ich nach Deutschland bin, in mein erstes Engagement. Ich hatte schon sehr viel Respekt und habe mich einfach wie ein Wahnsinniger in diese Theaterwelt geworfen. Also ich habe wirklich Tag und Nacht im Theater verbracht und wenn nicht, war ich im Kino. Ich bin teilweise 3-mal am Tag ins Kino gegangen. Also ich war wirklich ein totaler Maniac. Ich liebe halt Filme. Und dadurch habe ich diese Realität und dieses Wegsein, diesen Trennungsschmerz, der da war. Und natürlich habe ich meine Eltern vermisst, meine Heimat vermisst, aber ich habe das, glaube ich, ignoriert und mich einfach in diese Arbeit so reingeworfen. Das, ja, würde ich sagen, ja. Eigentlich wolltest du ja Kinderarzt werden und hast sogar Medizin studiert. Ja, 3 Semester. Also nicht wirklich, dass ich Arzt geworden bin, aber ich habe fast mein Physikum, also den ersten Studienabschnitt, abgeschlossen, genau. Ja. Und du bezeichnest ja Arzt als anständigen Beruf. Habe ich das gemacht? Ja, nein. Okay. Ist ein Schauspiel eigentlich ein unanständiger Beruf? Zum Glück, ja, manchmal. Nein, ich habe vor Ärzten totalen Respekt. Ich spiele ja auch immer wieder Ärzte und weiß dann noch etwas, wovon ich da rede, so von einem oder anderen anatomischen Begriff, kann ich mich noch erinnern. Ich achte und finde Ärzte einen sehr sinnvollen und wirklich wichtigen Beruf. Und ich habe auch so im Laufe der Jahre in Berlin ganz viele tolle, fast schon Freundschaften zu den Ärzten, die einen so begleiten, über die Jahre aufgebaut. Das meine ich jetzt wirklich so. Ich respektiere den Beruf und meine Tochter studiert übrigens tatsächlich Medizin hier in Wien jetzt im Moment. Ach so. Im letzten Jahr, im 6. Jahr ist sie in Wien gelandet. Genau, die macht das fertig, was ich nicht geschafft habe oder nicht machen wollte, sagen wir mal so. Und der Schauspielerberuf ist unanständig. Naja, unanständig ist er nicht, aber man muss sich schon auch mit Abgründen, mit Untiefen des Menschseins auseinandersetzen. Deshalb ist der Beruf nicht unanständig, aber man muss, weiß nicht, mutig sein, man muss Ängste überwinden, man muss in der Lage sein, sich so unangenehmen Fragen zu stellen, glaube ich. Unanständig ist der Beruf nicht, aber der braucht eine Bereitschaft, sich zu öffnen, sich seine Verletzlichkeit zuzulassen, den Leuten zu zeigen und nur dann wird ja der Beruf spannend, wenn man es schafft, irgendwie Wahrheiten zu finden in Figuren, die erstmal schwierig, vielleicht auch unangenehm sind oder so. Also das ist toll, aber auch herausfordernd an dem Job. Unanständig ist wahrscheinlich das falsche Wort. Unanständig ist manchmal die Bezahlung und die Umstände, unter denen man den Beruf so ausüben muss. Gerade als Anfänger ist das mitunter schon sehr schwierig, fand ich, aber ja. Und du hast ja selber schon gesagt, dass du oft einen Arzt gespielt hast. Ja. Ist es dann ein anderes Gefühl, wenn man einen Arzt spielt? Kennt man sich dann mehr aus? Also ich bilde mir dann ein, dass ich ein Stück weit glaubhafter wirke in diesem Arztkittel als jetzt jemand, der das nicht studiert hat. Aber das ist natürlich Humbug. Also ich bereite mich auf jede Rolle, die ich spiele, vor und ich versuche das ernst zu nehmen und an mich ranzuziehen und glaubhaft zu verkörpern, da reinzuschlüpfen in diese Figuren, in diese Charaktere, was einem mal besser und mal schlechter gelingt. Aber ich habe, glaube ich, von vornherein eine andere, wie soll ich sagen, Offenheit vielleicht oder Lust auch dann ab und an so eine Figur auch zu spielen, weil ich mir vorstellen kann, wie wäre es gewesen, wenn ich den Beruf, den Weg weitergegangen wäre. Ja. Wobei Arzt jetzt per se keine interessante Rolle ist. Also der Arzt muss ja schon noch irgendeinen Konflikt haben oder irgendein Thema als Figur, also sei es jetzt privat oder beruflich. Eine Figur wird ja erst interessant, wenn Konflikte in ihr Leben treten und in die Geschichte kommen und dann wird es entweder komisch, weil
daraus Komik erwächst oder halt tragisch oder spannend oder was auch immer. Ich glaube, ich finde dich einen coolen Bergdoktor. Du wärst schon. Bergdoktor? Ich finde dich also. Ja, den Tiroler würde ich schon mal mitbringen. Genau. Ja. Neulich habe ich einen Psychotherapeuten gespielt und da meinte auch jemand nachher, es war wirklich sehr, sehr glaubwürdig. Weil ich finde auch Psychotherapeuten zum Beispiel, finde ich auch total toll. Also ich finde diesen Beruf schätze ich auch sehr. Und es gibt so viele Berufe, wo ich denke, wäre ich gern geworden und durch die Schauspielerei habe ich halt Möglichkeit, zumindest ein paar Tage oder Wochen lang so zu tun, als wäre ich Doktor oder Therapeut oder sonst was. Ja. Du spielst ja viele historische Filme, vor allem mit ernsten Themen. Du hast ja auch in Meine Tochter Anne Frank mitgespielt. Der wurde 2015 gedreht, also nicht der neuere, sondern mehr der ältere. Ist das dann ein bedrückendes Gefühl, wenn man da mitspielt, wenn man weiß, ja, es ist alles passiert, was du da darstellst? Fühlt man sich da vielleicht komisch? Na, ich finde, das Problem bei so Figuren, die es wirklich gab, ist, dass man als Schauspieler Angst hat oder einen Respekt, dem nicht gerecht zu werden. Also ich habe ja auch Stauffenberg gespielt, zum Beispiel den Hitler-Attentäter. Diese Figur in Anne Frank war dieser Zahnarzt, der mit der Familie Frank zusammen in Amsterdam sich da versteckt hat, der Herr Pfeffer, wie er genannt wird. Klar ist es bedrückend, das Thema ist natürlich immer bedrückend, egal ob ich jetzt in einem Film mich damit auseinandersetze oder auf einer privaten, persönlichen Ebene. Ich finde, die Herausforderung ist da eben, dass man sich löst davon, dass man denkt, ich kann dem nicht gerecht werden. Man muss ja dann, man recherchiert dann, man versucht, diese Figur auch an sich ranzuholen und irgendwie dann sich ein Stück weit auch zu lösen davon und die sich zu eigen zu machen und nicht eine Kopie dessen zu spielen. Gut, von vielen Figuren, die man dann spielt, gibt es ja keine Tonaufnahmen, keine Filmaufnahmen. Unterschied ist nochmal, wenn man jetzt eine Figur spielt, was weiß ich, Bruno Kreisky oder keine Ahnung, den es gab und wo jeder sagen kann, naja, der sieht ja wohl ganz anders aus. Aber auch da ist es ja durchaus möglich, gibt es ja Beispiele in der Filmgeschichte, dass Leute eigene Interpretationen von Figuren gefunden haben, die erstmal optisch gar nicht so aussehen wie Marilyn Monroe, wie Richard Nixon und so weiter. Und trotzdem hat der Schauspieler daraus eine eigene glaubhafte Darstellung, eine eigene Vision der Figur dieses Menschen geschaffen. Also ich finde, es ist herausfordernd, aber es ist natürlich auch eine besondere Freude oder ein Geschenk, wenn man solche Figuren spielen darf. Und gibt es oder wo ist der Unterschied, wenn man einen historischen Film oder einen Film, wo es wirklich passiert ist, spielt, im Gegensatz, also zum Beispiel jetzt Anne Frank, im Gegensatz zu einem Spielfilm wie Tatort oder so? Naja, letztendlich geht es in beiden Fällen darum, wahre Momente zu kreieren. Also als Schauspieler suchst du ja danach, dass du das, was du tust, beglaubigst, dass die Leute wirklich das für wahr halten. Und egal, ob das jetzt eine fiktive Figur ist oder eine reale Figur, die es gab oder die es gibt. Insofern ist das Ziel, glaube ich, das Gleiche. Du musst das beglaubigen, du musst eine Wahrheit darin finden, so. Du musst darin aufgehen. Das, glaube ich, ist gar nicht so, der Unterschied ist, glaube ich, gar nicht so groß. Okay. Jetzt kommen wir mal zu deinem neuen Film. Der hat ja gestern Premiere in Graz gefeiert. Und ich glaube, am 17.11. kommt dann alle Kinos. Genau. Also, der Film heißt, am Ende wird alles sichtbar. Spricht ja eigentlich auch wieder eher ein ernsteres Thema an. Oder in dem Film geht es darum, dass du zurück in deine Heimatstadt kommst und deine alte Liebe wiederfinden willst. Genau. Darfst du schon irgendwas zum Film spoilern? Natürlich kann ich was dazu spoilern. Also der Hauptteil des Films spielt in den 60er Jahren, also 1965, wieder ein historischer Film, was toll war, weil wir in Kostümen, es macht eine große Freude, in so vergangene Zeiten einzutauchen. Es gibt Rückblenden in dem Film in die 40er, 30er Jahre, also in Zeiten, wo Krieg geherrscht hat, wo davor, vor dem Krieg, noch eine unbeschwerte Kindheit möglich war. Und die Figur, die ich spiele, dieser Josef Wallner, ist eben im Zuge dieses Krieges mehr oder weniger gezwungen worden, Kriegsverbrechen zu fotografieren. Also man hat ihn, weil er eine große Leidenschaft für die Fotografie hatte, gezwungen, Erschießungen, Massenerschießungen mit anzuschauen und zu fotografieren. Und das hat ihn traumatisiert. Es ist so, als hätte er praktisch selber diese Erschießungen ausgeübt und fühlt sich deshalb schuldig. Und flieht deshalb aus dieser Stadt, aus diesem Dorf, wo er groß geworden ist, und geht in die Welt und lebt 25 Jahre lang als Fotograf draußen. Und kommt dann wieder, weil er zum einen merkt, dass sein Leben sich, glaube ich, dem Ende
entgegenneigt. Er hat eine Besonderheit, der Fotograf, und zwar hat er nicht das Herz auf der linken Seite, wie die meisten Menschen oder fast alle, sondern auf der rechten Seite. Das gibt es anatomisch. Es gibt manchmal diesen Oberkörper, wo alle Organe verkehrt, spiegelbildlich angeordnet sind. Und diese Menschen haben eine eher geringe Lebenserwartung. Ich glaube, dass er das spürt, dass er in seinem Leben an dem Punkt ist, wo er merkt, viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Und es gibt da diese eine große Liebe aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend, die ich verlassen musste. Und ich will dahin und will rausfinden, was ist mit der. Deshalb kommt er zurück dorthin als Fremder, als Außenseiter, als einer der wenigen, der diesen Ort verlassen hat, oder? Und sieht diese Frau wieder und sieht aber auch diese ganze Gesellschaft von schrecklichen Männern, die dort an der Macht sitzen und die alles tun, um an der Macht zu bleiben. Und für die ist er natürlich eine Bedrohung. Der kommt von außen, der will nicht mitspielen bei diesen zynischen Methoden, Fremde zu diskriminieren, Schuldigen zu machen, die eigene Schuld unter den Teppich zu kehren und die zu Sündenböcken zu stempeln, was ja alles geschichtlich passiert ist und nach wie vor passiert. Und der sagt, er macht es nicht. Das ist eine Bedrohung für die und die wollen den loswerden. Das ist ein Strang der Geschichte und parallel dazu gibt es eben dieses Wiederfinden, dieses Wiederaufflammen dieser Liebesbeziehung mit dieser Frau und mit ihr die Möglichkeit auch zu fliehen, abermals dem zu entkommen, dieser Enge, dieser bedrohlichen Atmosphäre in dieser Stadt da. Und dann gibt es aber noch einen ganz anderen Strang, das ist die eigene Schuld, die er mit sich rumträgt. Und da gibt es eine Figur, der heißt Michael. Es gibt nur drei Figuren in dem Film, die einen Namen haben, interessanterweise. Josef, Ragusa und Michael. Und diese ganzen Täter, diese finsteren Leute drumherum, heißen nur der Polizeikommandant, der Bürgermeister, der Journalist. Die stehen also typisch für diese schrecklichen Männer, sage ich jetzt mal, weil das sind wirklich nur Männer, die in einer unangenehmen Art und Weise gezeigt werden. Und da gibt es aber diese starke Frauenfigur im Zentrum und diesen Michael eben, das ist praktisch eine Figur, die nur der Josef sieht. Also niemand anderer sieht diesen Jungen. Den spielt der Jeremy Milliker, auch ein ganz toller junger Schauspieler, der auch schon einiges gedreht hat, der 12 Jahre alt ist und wirklich sehr begabt und große Freude mit dem zu spielen. Und der zwingt diesen Josef dazu, sich dieser Schuld und diesem Trauma zu stellen. Das heißt, der verfolgt ihn immer und stellt immer unangenehme Fragen und treibt ihn Stück für Stück dorthin, in dieses Verbrechen, in diesen Abgrund zu schauen, was er selber begangen hat. Und dadurch gibt er ihm die Möglichkeit, zur Reinigung, die Schuld anzuerkennen, zur Läuterung, zur Reue und damit praktisch ein neues Kapitel im Leben aufzuschlagen. Also es ist eine ganz tolle Geschichte, ein Film, der viele Themen in sich vereint und der trotzdem aber als große, wie du gesagt hast, Liebesgeschichte vor historischem Hintergrund so funktioniert und tolle Kamerabilder hat, tolle Musik und tolle Kollegen, Manuel Rubey, Robert Stadlober, August Schmölzer, Hans Zischler, Jeremy Milliker, Erika Marujan, also es sind ein wirklich fantastischer Cast dabei und ich bin total glücklich, dass ich die Ehre hatte, da diese Hauptrolle in dem Film zu spielen. Ja, ja, du hast das jetzt ziemlich gut zusammengefasst. Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich habe zwar natürlich die Zusammenfassung gelesen, aber ich glaube, dass es jetzt noch ein bisschen besser erzählt. Ja. Wirklich, ich glaube, es wird ein wirklich guter Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen, weil jetzt hast du mich neugierig gemacht. Das ist schön. Ich hoffe, ja. Ja. 17.11. läuft er in Kinos. Ich glaube, in Wien in 5 oder 6 Kinos, wenn ich richtig informiert bin. Er läuft aber auch in allen anderen Städten und Bundesländern ab 17. November. Am Ende wird alles sichtbar. Ja, schöner Titel. Ich mag den Titel total gerne. Ich finde, das ist ein Filmtitel, wo einem sofort so Fantasien in den Kopf kommen, wo man so eine Vision hat. Ich mag den. Und der passt wahrscheinlich auch ziemlich gut zum Film. Ich hoffe, ich denke schon. Ich meine, jetzt hast du schon so gut erklärt, aber der Film spricht ein historisches Drama über die verdrängte Nazi-Vergangenheit eines ganzen Dorfes an. Du sagst, der Film sei in seiner politischen Dimension aktueller denn je. Ja. Wie meinst du das? Na, das Besondere an dem Film ist, dass jetzt nicht explizit von Nazis gesprochen wird. Also du siehst nie jetzt eine Uniform, wo du denkst, okay, das ist eine Nazi-Uniform. Also die Militärmachthaber in dem Film, der Bürgermeister, der Polizeipräsident, die haben keine wiedererkennbaren Uniformen. Es wird auch nie benannt. Also wir reden nie von Österreich oder von Deutschland oder von Italien. Also es sind zwei miteinander verfeindete Städte, die Krieg geführt haben. Und natürlich gibt es Parallelen zu der Nazi-Zeit, aber das Aktuelle besteht ja darin, dass diese Mechanismen, dass man Randgruppen
diskriminiert, dass man sie zu Feinden erklärt, dass man sagt, das sind die Täter, das sind die Bösen, wir haben nichts damit zu tun, dass man ihnen Verbrechen in die Schuhe schiebt, dass man Fake News, ein neues Wort, was es damals gab, oder dass man die Wahrheit manipuliert und versucht, die Bevölkerung mit Unwahrheiten zu füttern und zu manipulieren und zu lenken, das gab es damals und das gibt es heute. Man kann in ganz Europa beobachten, wie ein Rechtsruck stattgefunden hat. In fast allen Ländern sind die rechtskonservativen oder rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Parteien erfahren enormen Zuwachs. Es gibt Feindbilder, die geschürt werden, die überhaupt nicht der Realität entsprechen. Fake News werden wahllos verbreitet und das ist eine Gefahr für die Demokratie. Wenn ich mir die Umfragen anschaue, in welchem Maße rechtsradikale, rechtspopulistische Parteien Zuspruch erfahren, das macht mir große Sorge. Und deshalb ist der Film von dem Aspekt her brandaktuell und total wichtig, glaube ich. Genau, also so wie du es gerade erzählt hast, glaube ich, merkt man auch, warum er aktueller denn je ist. Jetzt machst du mich immer neugierig. Das ist einer der Sinn unseres Gesprächs. Josef, also deine Rolle, stellt sich sein Gespenst und benutzt es als Flucht. Welchen Gespenster musstest du dich schon stellen? Gott, Gespenstern. Ich weiß nicht, welchen Gespenstern. Ich muss mich meinen Ängsten stellen, meinen Unvollkommenheiten als Mensch. Ich habe keine... Josef, diese Figur, die ich spiele, hat ja nun wirklich, war Teil eines, nicht eines Verbrechens, aber hat ein Verbrechen begleitet oder dokumentiert auf fotografische Art und Weise. Das habe ich in meinem Leben zum Glück nicht getan. Aber natürlich, jeder Mensch, niemand ist frei von Fehlern und das sind Dinge, denen man sich stellen muss, denen man wieder begegnet. Ich versuche mit mir, ehrlich zu sein, meine Unzulänglichkeiten mir klar zu machen und versuche an mir zu arbeiten. Ich habe Kinder, drei Kinder und die sind natürlich auch ein guter Spiegel. Die machen einem schon klar, wo man sich in Frage stellen muss als Erwachsener, als Vater, als Mann. Und das tut mir gut und die Chance ergreife ich nach Möglichkeit. Aber Gespenster in dem Maße, wie jetzt der Josef, diese Figur, das hat, diese traumatischen Erlebnisse, die habe ich jetzt nicht erlebt. So. Na, hoffentlich. Zum Glück. Ja. Zum Glück. Genau. Man merkt auf jeden Fall, dass du für den Film lebst und dass du sehr viel dafür tun würdest. Du hast ja 10 Kilo für deine Rolle abgenommen, damit du ihn besser darstellen kannst. Was würdest du noch für deine Rollen tun? Würdest du vielleicht sogar über Grenzen gehen? Ach, ich glaube, dass ich so eine Sehnsucht als Schauspieler hat man durchaus. Also mich haben auch immer Schauspieler fasziniert in den letzten 40 Jahren, die sich in Randbereiche, klar ist Robert De Niro jemand, der natürlich archetypisch dafür steht, dass er sich für Filme 20 Kilo rauffrisst oder Veränderungen sich antrainiert. Oder Christian Bale ist ja auch ein Schauspieler, der ganz an Extreme geht, sei es jetzt abnehmen oder zu. Natürlich ist das ein Traum, wenn man die Gelegenheit hat, wie ich jetzt bei dem Film, auch die Zeit hat. Ich hatte 7 Wochen Zeit, wo der Regisseur mir klar gemacht hat, er wünscht sich, dass ich für diesen Kriegsheimkehrer, für diesen existenziell bedrohten Menschen oder für einen Menschen, der gefühlt am Ende seines Lebens steht, dass wir da versuchen, eine fragile körperliche Erscheinung herzustellen, dass der in dem Anzug drin ist, der fast ein bisschen zu groß ist für ihn. So. Und das hat auch der Darstellung, glaube ich, auf jeden Fall genützt. Natürlich würde ich weit gehen, aber die Realität, also ich bin auch immer bereit, meine Haare, Bärte, alle, ich würde alles machen oder mir körperlich andere Körperhaltungen, sprachliche Marotten anzutrainieren, das einzuüben. Die Realität ist halt oft, dass man die Zeit nicht hat. Also klar, man liest dann von großen Schauspielern, die halt Monate haben, um sich vorzubereiten auf ihre Rollen. Ich mache dann teilweise 4, 5, 6 Filme, auch im Jahr, unterschiedliche Produktionen, wo du gar nicht die Möglichkeit hast, dich da von der einen zur anderen Rolle, weil die Zeitabstände so gering sind, groß zu verändern. Aber eine Lust daran habe ich total. Also ich bin jetzt nicht Schauspieler geworden, weil ich mich selber, natürlich bringt man immer sich selber mit. Ich bin immer der Mensch, der ich bin, mit meinem Körper, meiner Stimme, meinen Gefühlen, meinen Gedanken. Das bringe ich in jeden Film ein, aber meine Sehnsucht oder mein Ideal war immer auch, mich diesen unterschiedlichen Charakteren anzunähern und die glaubhaft darzustellen. Und wann immer ich die Chance habe, dem ein Stück weit Rechnung zu tragen, dann versuche ich das und mache das total gerne. Ich kann jetzt nicht sagen, wo da für mich eine Grenze wäre. Ich bin jetzt noch an keinen Punkt gekommen, wo ich sage, das würde ich nicht machen für eine Rolle. Also Lust habe ich da total, aber oft ist die Realität in der ist ein Problem, so dass man das eben nicht umsetzen kann. Aber ich finde das total bewundernswert. Also natürlich muss man viel für eine Rolle machen, aber ich glaube, ich würde niemals meine Haare für eine Rolle haben. Ja. Obwohl, nein, ich sage niemals nie. Vielleicht für
für eine Stranger Things Rolle vielleicht. Ach, schon. Ich habe meine Haare schon abgeschnitten, blond gefärbt. Ich habe so viele Sachen gemacht und das ist mir völlig egal. Da bin ich wirklich hemmungslos. Wenn es nutzt, wenn es der Wahrheitsfindung dient, und ich habe wirklich auch total Bock darauf insofern. Aber ich finde das total cool. Ich glaube, du wirst deine Rolle total gut dargestellt haben. Ich hoffe. Und hast du dich dann besser hineinversetzen können oder glaubst du, die 10 Kilo hätten keinen Unterschied gemacht? Doch, total. Mich hat es auf jeden Fall, weil das so eine Fragilität mit sich bringt, weil man sich dann einfach schutzloser fühlt. Und das ist ja ein Zustand, in dem sich dieser Josef, der ist ein sensibler, auch überforderter Mensch, der trotzdem in der Welt unterwegs war und sich so diese Herausforderung gestellt hat, aber der ist so zerbrechlich und ist eigentlich ein Mensch, der eigentlich fast auch schon kurz vorm Tod steht und den diese Frau, Ragusa, diese Begegnung dieser Frau wieder so zum Leben erweckt. Und dieses Gefühl dieser Verletzlichkeit mit sich zu spüren, weil man fühlt sich einfach anders, wenn man 10 Kilo weniger hat, wenn man gewohnt ist, dass man so viel wiegt, wie man wiegt, dann ist das eine andere Wahrnehmung. Ich glaube auf jeden Fall, dass mir das geholfen hat. Ich habe auch viele Filme so im Vorfeld angeschaut und habe gesehen, dass die Figuren, die mich inspiriert haben für diese Darstellung, das waren ganz oft so schmale Männer. Und deshalb war mir das total wichtig. Und wenn ich das eben auf der Leinwand sehe, dann glaube ich, dass das eine richtige Entscheidung war und mir geholfen hat. Es wird auch im Text explizit benannt. Also man sagt auch, Josef ist doch dieser hagere, dünne, so dieser Hänfling da. Und insofern wäre ja auch unpassend gewesen, wenn ich da so wohlgenährt aufgetreten wäre. Sehr, sehr cool. Ja, das war schon mit den Fragen. Ich habe noch eine Schnellfragerunde. Okay. Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Oh Gott, ich habe so viele Lieblingsfilme. Wenn ich jetzt spontan sagen würde, Es war einmal in Amerika, Once Upon a Time in America von Sergio Leone, einer meiner Lieblingsfilme, aber ich habe sehr viele Lieblingsfilme. Lieblingsjahreszeit? Ich fange an, den Herbst so zu genießen. Früher fand ich immer ganz klar, je nachdem, wo ich lebe. Früher war es immer der Winter, in Tirol war es immer der Winter natürlich, wegen dem Skifahren. Dann gab es die Zeit, wo ich früher einen Sommer toll fand. Und im Moment fange ich so an, September, Oktober total zu genießen. Ich mag die Farben, ich mag das Licht, ich mag diese Wärme, die nicht mehr so heiß ist und dass es am Abend kühler wird. Also ich bin gerade in den letzten Jahren so ein Herbstfan geworden. Kannte ich früher nicht von mir. Lieblingsbuch? Lieblingsbuch? Oh Gott, ich lese sehr gerne und sehr viel. Ich denke gerade nach, was ich als letztes gelesen habe, was mich begeistert hat. Dämonen von Dostojewski hat mich absolut gefesselt. Lieblingsbeschäftigung? Gibt es auch viele. Ich mache wahnsinnig gern Sport. Ich gehe wahnsinnig gern ins Kino. Ich lese gern. Ich esse gern. Ich trinke gern. Ich mache so viele. Ich treffe gern Leute. Ich treffe wirklich gern Leute. Ich bin auch gern für mich allein. Ich höre total gern Musik. Es gibt nicht eine Lieblingsbeschäftigung. Ich glaube, da gibt es zu viele, um mich jetzt zu beschränken. Sorry. Du lebst gern. Also. Ich lebe eigentlich gern, ja. Bühne oder Leinwand? Im Moment finde ich die Bühne sehr spannend wieder. Also okay. Ich genieße es total. Ja. Okay. Lieblingskinderserie? Meine Kinderserie? Mhm. Oh Gott. Ich glaube, Vicky und die starken Männer als kleines Kind. Und dann später fand ich Kung Fu. Eine Serie mit David Carradine. Ganz toll, der sich zum Shaolin-Mönch ausbilden lässt. Das fand ich großartig. Das waren so die Kinder und Jugend, eine meiner beiden Lieblingsserien. Ich glaube, bei dir hätte ich Biene Maya gesagt. Biene Maya mochte ich auch immer gern. Vicky war halt so spannend. Da gab es oft diese Situation, wo man nicht wusste, am Ende der Folge wird er das überleben. Er war eingesperrt mit seinen Wikingern. Die Decke senkt sich oder der Wasserpegel steigt. Wie wird es schaffen, sie da zu befreien? Und ich habe es kaum aushalten können, habe mich dann hinterm Sofa versteckt und mich nicht getraut hinzuschauen. Also Vicky habe ich wirklich geliebt. Aber Biene Maya mit Willi mochte ich natürlich auch total gerne. Lieblingsspeise? Lieblingsspeise? Ich esse schon sehr gern Schnitzel und Krisnokalsuppe, muss ich gestehen. Das mag ich nach wie vor sehr gerne. Ich wohne auch in Berlin über einem österreichischen Lokal, unten im Erdgeschoss, und da gehe ich regelmäßig hin und esse mein Schnitzel und meine Krisnokalsuppe. Perfekt. Ja. Lieblingslied? Ich glaube,
Radiohead, gibt es viele Lieblingslieder. Radiohead und Wilco sind meine beiden Lieblingsbands. Radiohead ist vielleicht No Surprises oder Exit Music mein Lieblingslied und von Wilco ist es You and I. So heißt es. Das wird dir jetzt nicht sagen, musst du dir nachher anhören. Es sind zwei Bands, die mich schon viele Jahre oder Jahrzehnte begleiten, deren Musik ich total liebe. Woran glaubst du im Leben? Ich glaube an die Menschlichkeit. Ich glaube daran, dass Menschen, wenn sie sich begegnen und offen und ehrlich miteinander umgehen, in der Lage sind, Probleme zu lösen und Wege zu finden, miteinander auszukommen. Das, glaube ich, ist etwas, was ich mir wünsche, was ich mir mehr wünschen würde auf der Welt, was nicht so einfach ist, wie es jetzt klingt, aber daran glaube ich eigentlich zutiefst, dass jedem Menschen eine Menschlichkeit innewohnt. Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Es war ein sehr cooles Interview. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den Film. Am 17.11. ist der Film in vielen Kinos in Österreich, in Deutschland auch. Das wissen wir noch nicht. Wir hoffen, dass wir einen deutschen Verleih finden. Noch, glaube ich, gibt es da Verhandlungen, Gespräche dazu. Ich hoffe es natürlich sehr. Sonst tritt er in Berlin im Theater auf. Genau. Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Vielen Dank. Danke sehr.